Du kannst sie einmal so rüberschwenken oder so. Vielleicht nicht auf die Mülltonne rüberschwenken. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute endlich auf dem Oktoberfest. Bitte, Herr Kameramann, schwenken Sie einmal rüber. Man sieht nur den Baum. Es ist der Baum. Es ist der schöne Baum. Tuschin ist übrigens nicht hinter der Kamera. Das heißt, ich und er, zeig dich mal willkommen. Zeig dich doch mal groß. Hallo. Hallo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem wundervollen Video. Gibi und ich haben uns wieder zusammengetan und werden heute ein geiles Video für euch drehen. Heute wird schnabuliert. Wir essen heute einfach alles auf dem Oktoberfest. Von süßen Früchten bis Nüssen bis Bratwurst. Also in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns jetzt beim nächsten Spot. Also Freunde, wir haben uns hier das perfekte Wetter ausgesucht. Es regnet komplett, aber egal. Wir haben jetzt hier einmal eine rote Bratwurst, einmal eine Rindsbratwurst. Ich würde sagen, wir checken das ab. Würstchen mit unseren Würsteln. Ja. No homo. Ja, nee, da. No homo, Digga. Ja, aber no homo. Ja, okay. Haut mich nicht um, ist aber so ein Warmmacher. Ja, kann man machen. Ja, ist nichts Besonderes, ganz ehrlich. Ketchup-Senf? Ich bin halt nicht so ein Senf-Fan. Ja, genau. Ketchup-Senf, mehr ist es nicht. Ketchup-Senf. Okay, sie ist halt außen knusprig und innen halt zart, aber ja. Das ist schön juicy. Zart. Nicht so hart. Das ist zart. Ja, ein bisschen wie so ein Hotdog. Nichts Besonderes. 6 Euro für meine Stunde Gottes Feuer. Die Preise hier, Feierabend. Andere Level. Trinken, 5 Euro. 0,33 Cola. Ich ende direkt wie ApoRed in Insolvenz, Alter. Aber komplett. Ich mach den Insi-Modus hier. Ja, wenn man halt einfach den Insi-Modus aktiviert. Boah, der Dampf. Bro, der Dampf. Boah. Okay, Freunde, es regnet. Wir essen das auch. Also, ich esse auch. Du hast schon aufgegessen, der viel Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spot. Und dazu noch hier einen dicken Apfelstuhl. Ah, da haben wir es doch. Da haben wir. Was hat es gekostet? 97,97. Das sind die Preise hier. So, aber das geht sogar für 97, finde ich. Das ja, ist schon wieder Preis. Ja, das geht. Hier, ich habe das jetzt abgebissen davon. Das ist halt noch schön dampfen. Was ist das? Einfach Teig in Vanillesoße, oder was? Ich dachte, die ist eine Füllung. Wir probieren einfach mal, ne? Rein, oder? Die Soße ist geil. Der Teig ist Teig. Teig ist Teig. Vanillesoße ist cool. Aber da ist echt, das ist nur der Teig. Mehr ist es nicht. Also der schaut, glaube ich, krank aus. Oh mein Gott. Holy moly. Boah. Deutlich kranker. Der Apfelstrudel, ja. Wie schmeckt das tatsächlich, Alter? Magst du simpel? Echt? Ja, tatsächlich, ja. Ich finde aber auch die Dampfnudel auch geil. Es hat zwar so einen Standardgeschmack, hier ist halt noch so Zimt drauf und ja, so. Ja, das ist halt so schickimicki. Ja, ja. Und das ist wirklich nur so Teig. Aber eben nur, weil es der Teig ist, das taugt mir gerade. Nur das Teig mit der Soße so mäßig, weißt du? Weil ich finde, den Apfelstrudel, muss ich ehrlich sagen, ist mir tatsächlich gerade zu süß. Mhm. Wir warten jetzt hier seit 2 Stunden, bis der Regen aufhört. Ja, es ist einfach nur schön, also... Hört nicht auf. Es hört null auf zu regnen, es regnet die ganze Zeit durch. Wir chillen hier seit 2 Stunden, weil wir haben hier einen super Spot abgecheckt. Das ist übrigens hier Käfer, ne? Wo wir das hier geholt haben. Ich liebe dich. Das war's. Lässt sich schmecken. Wir sehen uns später wieder, wenn es hoffentlich wieder was Gutes geht. Bis gleich. Also Freunde, der Dreh ist fast ins Wasser gefallen. Kannst du meine Kapuze runter machen? Der Dreh ist fast ins Wasser gefallen. Es regnet wörtlich ins Wasser gefallen. Es regnet komplett. Also es regnet wirklich komplett. Es sind überall nur Leute mit Regenschirm. Ja, aber trotzdem, wir lassen es uns jetzt hier nicht entgehen und essen schon mal feinste Käsespätzle. Einfach mit einer Waffel als Schale. Ja. Einfach abgebissen, die Schale. Ich hab's dir gesagt. Mit Zwiebeln drauf. Ja, ich muss da jetzt irgendwie rein. Bitte mich mal, ich hab Sachen in der Hand. Oh. Schaffst du das? Ja, safe, oder? Also die Käsespätzle, die sind der Burner, das kann ich euch sagen. Käsig, die sind spätzlig, die sind zwiebelig. Ich will das hier nochmal abbeißen. Junge, der isst das wie Eis. Ja klar, die sind Eis. Ist gut, wir sehen uns beim nächsten Spot. Also Freunde, wir haben jetzt hier ein Flammlachssemmel zusammen mit Salat, mit Flammlachs und mit einer Cocktailsoße. Und wir gehen da direkt rein. Das ist ein Lachs. Lachs auf Knacks. Lachs auf Knacks. Tuschin, bitte probieren Sie einmal. Schmeckt nach Lachs.
gut. Okay, ihr hatte wenig Lachs und wenig Soße. Du schmeckst den Fisch nicht wegen der Soße. Aber der Fisch ist geil. Die haben ja auch geil blondiert, beziehungsweise auch Grill gehabt mit Zitrone. Den Fisch, den gab es übrigens bei Fisch und Spritze. Also falls ihr fragt, wie der Fisch vom Fisch und Spritze schmeckt, genauso wie hier. 1:1. Also Freunde, Mann, das war jetzt hier ein Eck. Wir sind jetzt hier in einem Miles-Auto und ich habe hier einen glasierten Apfel, weil es regnet einfach draußen ohne Ende und wir haben es jetzt vom Oktoberfest irgendwie abgehauen. Ich habe hier einen glasierten Apfel. Ja, Bro, was soll ich sagen? Das ist halt ein dicker Apfel, ne? In Zuckerguss. In Zucker. In Zucker. Wie willst du reinbeißen, Digga? Wie soll ich da reinbeißen, hä? Das hat sich nach einem gesunden Apfelbissen angehört, aber wir wissen alle, es ist nicht gesund. Schmeckt so hin. Schmeckt geil. Schmeckt halt nach Apfel und Zucker, oder? Schmeckt halt geil. Alter, wie sich das anhört. Ey, das fühlt sich aber geil an, da reinzubeißen, aber es ist einfach nur ein Apfel, wirklich nur mit Zucker. Mehr ist es nicht. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das taugt mir nicht. Also, wir haben hier noch einen wunderschönen Schokoladen-Ding. Oh, doch nicht so schön. Egal, ich beiße jetzt rein. Schokofrüchte sind bei so einem Oktoberfest oder allgemein bei so einem Fest sind einfach Pflicht. Wir haben hier Erdbeer, Traube, Mandarine, Pfirsich, Kiwi, Apfel, Melone, Ananas. Ist Melone oder Papaya? Ich weiß nicht, wie Papaya schmeckt, das ist Melone. Ja. So, dazu haben wir noch einen Nussmix. Ihr kennt ja alle gebratene Nüsse, nicht gebraten, gebrannte Nüsse. Gebrannte Mandeln und sowas. Und also, Gibi war sich ja wahrscheinlich am überlegen, so, ja, wir holen uns normale Erdnüsse. Aber dann bin ich gekommen, holen uns... Holst du dir immer normale Erdnüsse oder normale gebrannte Erdnüsse, oder? Mandeln, Bro. Mandeln, ups. Digga, da gibt's Macadamia, nicht Macadamia. Macadamia. Cashew und so. Macadamia, aber was ist das? Ja, das ist ja, okay. So Cashew auf Anabol. Boah, Walnuss, Bro. Walnuss einfach, Digga, frittiert. Okay, bevor du es. Walnuss oder Walnuss? Walnuss. Walnuss heißt es, nicht Walnuss. Walnuss, wie der Wal. Walnuss, Digga. Das ist so wie Cent oder Cent. Safe Cent. Ja. Boah, gebrannte Sachen sind was Herrliches. Also gebrannte Nüsse, aber mit den meisten Kalorien einfach. Freunde, wir hoffen beide, das Video hat euch gefallen. Das war eine ratzfatz schnelle Foodtour durch, beziehungsweise. Es musste schnell gehen, es hat geregnet, es war einfach kritisch, aber wir haben. Scheiße! Ja, uns ging scheiße, Mann. Wir haben 2 Stunden unter einem scheiß Dach gewartet und es hat nicht aufgehört zu regnen. Jetzt sind wir hier in einem Miles-Auto, haben hier den Rest gegessen, weil es anders einfach nicht ging. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Hau rein. Ciao, ciao. Ich hab noch nie so ein... Hä? Achso, das hängt nur noch an einem, Dick. Nee, ich hab das auch kaputt gegessen. Ja, ich dachte, du hast das mit aufgegessen. Es ist alles auf dem Sitz. Junge, ich muss meine Hose jetzt in die Waschmaschine tun. Bro, das ist ehrlich schwierig hier. Ich hab weiße Schokolade an der Hose, Bro. Ey, Bro! Kannst du bitte deine Schokolade essen, damit es hier weg ist? Chill mal, ich stell Musik an. Prioritäten! Oh nee. Oh nee. Ich muss den nochmal aussteigen. Warum? Meine Arsch ist voll mit Schokolade. Ja, komm. Fahr! Digga. Ich muss hier kurz aussteigen. Oh, nee, was mache ich, Digga? Was hat er gemacht? Ach, Junge. Ey, Mann, ich schieb hier so ein Baddie.